Bitte wunder dich nicht, wenn du dir jetzt gerade denkst, Moment, das Video habe ich doch vor ein paar Wochen schon gesehen. Ist das ein neues Video? Nein, es ist kein neues Video, aber ich habe im letzten Video, also in dem ursprünglichen Skimmer-Vergleichstest-Video, einfach einen fundamentalen Fehler gemacht, der den Skimmer-Vergleich eigentlich unsinnig macht und unhaltbar macht. Und diesen Fehler möchte ich in diesem Video korrigieren. Du wirst an der entsprechenden Stelle darauf hingewiesen, was das genau war und was ich geändert habe. Und deshalb gibt es das ganze Video jetzt nochmal in korrigierter, korrekter Form. Ich habe hier den neuen Oasis-Skimmer und ich habe ja bereits einige andere Skimmer. Ich habe unter anderem den Eheim Skim 350 und den Juwel Echo Skim. Und das bedeutet, wir machen heute mal einen vernünftigen Vergleichstest zwischen diesen drei Skimmern, weil ich glaube nämlich, dass diese drei Skimmer auch tatsächlich mit die beliebtesten Skimmer sind. Natürlich gibt es auch andere Skimmer, welche von Azo beispielsweise, die auch ganz gut dabei sind. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser neue Oasis Skimmer den Eheim Skimmer als, zumindest für mich persönlich, besten Standalone Skimmer ablösen könnte. Wir schauen uns also mal im direkten Vergleich an, was können diese drei Skimmer und welcher davon ist für dein Aquarium und für mein Aquarium vielleicht der sinnvollste. Da der Oase neu ist, machen wir von dem jetzt einmal auch ein Unboxing, damit ihr seht, was alles dabei ist. Wir gucken also mal direkt in diese kleine Packung rein. Das ist jetzt die kleine Version. Es gibt auch noch eine große Version für größere Aquarien. Ich vergleiche jetzt aber diese kleine Version, weil die nämlich leistungsmäßig genau auf einer Wellenlänge ist mit dem Skim 350 von Eheim und dem Eco Skim von Juwel. Das sehen wir auch gleich, wenn wir mal die technischen Daten vergleichen. Das ist echt sehr, sehr vergleichbar. Wir haben hier eine kleine Anleitung drin, die uns einmal zeigt, wie das Ganze aufgebaut werden soll und was man da so einstellen kann. So von wegen, wie stellt man das Wasserlevel ein, was ist gut für Fische, was ist gut für Pflanzen und so weiter. Da kann man schon sehen, man hat hier zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man den benutzen kann. Entweder mit diesem Filterkorb oder mit diesem kleinen Skimmer-Ring sozusagen oder beides zusammen. Und da sehen wir, wenn wir nur den Filterkorb benutzen, dann ist das ziemlich babysicher, saugt ein bisschen Pflanzen an und saugt ein bisschen Dreck von der Oberfläche weg. Wenn wir das mit dem Ring benutzen, dann ist es immer noch gut babysicher, saugt aber mehr Zeugs von der Oberfläche weg und ist für Pflanzen immer noch okay geeignet. Und wenn wir nur den Ring nehmen, ohne den Korb, dann ist es überhaupt nicht mehr babygarnelensicher, saugt aber sehr gut Zeugs für eine Oberfläche weg und ist einigermaßen gut für Pflanzen. Und wenn wir ohne alles machen, dann saugt sehr gut Pflanzen weg, einigermaßen gut Zeug für eine Oberfläche und ist gar nicht mehr babysicher. Also diese Übersicht finde ich ganz gut. Da weiß man sofort, auf was man gucken kann und was man gucken muss, um das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Und ob das jetzt wirklich Babytiersicher ist. Bei Babyfischen würde ich da vielleicht nur mit mir reden lassen. Bei Babygarnelen glaube ich eher nicht. Das sehen wir aber gleich, wenn wir uns mal diesen Korb anschauen. Das war es auch schon. Auf der Rückseite ist nicht viel mehr zu sehen. Und dann ist das jetzt eben der Skimmer, wie wir ihn hier vor uns haben. Das Kabel kommt mit so einem Klettkabelbinder. Das ist immer ganz praktisch. Und dann haben wir hier das Gerät selbst, sehr kompakt und schöne Bauform, weil das so rund ist und nicht mal irgendwie was Eckiges oder so. Und wir sehen jetzt hier diesen Plastikring und diesen Korb, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Wir haben aber noch was dabei, wir haben noch eine Kunststoffpinzette dabei. Dann haben wir ein Qualitätszertifikat, was auch immer. Und natürlich eine große Anleitung und so ein Garantieheftchen. Brauchen wir aber im Endeffekt alles nicht. So, die Pinzette ist dazu gedacht, um den Filterschwamm aus diesem Skimmer rauszunehmen. Das heißt, wir nehmen das hier einmal ab, wir nehmen diesen Korb ab und haben jetzt hier den Filterschwamm und können dann mit dieser Pinzette hier rausnehmen. Sehr grob, wenn man sich das mal so anguckt, sehr, sehr grober Filterschwamm. Also wirklich eigentlich nur dafür gedacht, dass halt nicht die ganzen Blätter, die man reinsagt, auch sofort unten wieder rausgespült werden, sondern dass sie halt so ein bisschen da drin hängen bleiben. Ist, glaube ich, sogar gröber als der von Eheim. Das müssen wir gleich mal vergleichen. Aber der sitzt auf jeden Fall hier drin. Darauf haben wir dann dieses Körbchen. Und wie gesagt, also ja, das ist schon besser, als wenn man jetzt nur das hier benutzen würde. Hier haben wir quasi genauso wie bei Eheim 4 so große Öffnungen. Klar, das ist nicht babygarnelensicher. Ich weiß nicht, ob das wirklich babygarnelensicher ist. Also besser als nix, ja. Aber das ist eigentlich so ein bisschen, na, es ist nicht ganz auf dem Niveau von einem Juwel. Wenn ich so rüber gucke, wir vergleichen es gleich detailliert, ist der Juwel tatsächlich noch ein bisschen gröber. Also das ist schon der feinste Skimmer so von einer, so out of the box. Aber ja, ja.
Naja, auf jeden Fall mit dem Ring, das kann man sich dann überlegen. Man kann den Ring dann entsprechend abmachen und es ohne diesen Ring benutzen. Man kann auch das Ding komplett abmachen und es komplett ohne benutzen. Das sind also die Optionen, die wir jetzt hier haben. Das ist auch das, was da gerade in der Anleitung beschrieben wurde. Was ganz interessant ist bei diesem Skimmer hier, wir können die Leistung verstellen, und zwar indem wir dieses Stück ganz nach unten setzen, sodass es hier so kurz einrastet, und dann einfach dran drehen. Dann sieht man, es dreht sich oben das Rädchen mit, und hier oben haben wir nämlich auch, das kann man besser sehen, wenn man das hier einmal abmacht, eine Verstellung plus minus, also so ist jetzt volle Leistung und so verringere ich jetzt die Leistung aufs Minimum, voll, Minimum, voll, Minimum, lassen wir natürlich auch voll, und wenn ich das dann wieder hochhebe, dann schwimmt das natürlich auch wieder oben, und das ist eigentlich sehr, sehr praktisch, weil man kann halt super von oben, wenn man sich jetzt vorstellt, der Skimmer sitzt jetzt so im Becken und schwimmt ungefähr so auf dieser Höhe, wenn ich jetzt die Leistung verstellen will, kann ich einfach von oben drauf greifen, runterdrücken, drehen, wieder loslassen. Und das ist ziemlich cool. Das ist deutlich besser gelöst als bei den anderen Skimmern, wie ich finde. Dann Bauform, wie schon gesagt, ist halt relativ klein. Wir haben zwei Saugnäpfe. Wir können hier diese Halterung so ein bisschen abnehmen. Hier ist halt diese integrierte Kabelführung. Da kann man das Kabel so langlegen. An sich sehr hübsches Gerät. Besonderheit hierbei ist ja natürlich jetzt der Wasserausfluss, denn der Wasserausfluss ist unten. Das heißt, das Wasser kommt unten raus, und das ist natürlich eine Besonderheit verglichen mit den anderen beiden. Wir gehen jetzt aber mal konkret die technischen Daten durch, damit wir nämlich verstehen, warum die so schön vergleichbar sind, hier die drei Skimmer. Und damit man am Ende nämlich auch wirklich sagen kann, wer hier der sinnvollste ist. Also wir haben hier den Oase Crystal Skim 350. Der hat eine Pumpenleistung von 300 Litern die Stunde. Merken wir uns schon mal. Der kommt inklusive Filterschwamm. Habt ihr gerade gesehen. Der Filterschwamm ist natürlich auch nochmal ein zusätzliches Sicherheitsfeature sozusagen, weil natürlich alles, was eingesaugt wird, kommt nicht sofort in den Motor, sondern bleibt erstmal im Filterschwamm hängen. Also selbst wenn durch dieses Gitter was eingesaugt werden würde, dann würde es erstmal in dem Schwamm hängen und wäre nicht sofort geschreddert. Muss man durchaus als Vorteil erkennen. Der zieht 4,5 Watt Strom, nicht sonderlich viel. Der ist 116 mm hoch, also wirklich sehr kompakt, und hat ein 2 Meter langes Kabel. Warum das wichtig ist, kommen wir auch gleich noch so ein bisschen zu. Der ist geeignet bis 350 Liter vom Aquarium her, deshalb heißt er eben auch 350. Das ist bei den anderen übrigens auch der Fall. Er hat jetzt zwei Saugnäpfe am Gerät. Und er ist von den dreien, die wir heute vergleichen werden, das kleinste, kompakteste Gerät. Das ist auch ganz wichtig. Der Preis liegt bei ca. 30 Euro. Wie schon gesagt, ist der Wasserfluss nach unten und nicht nach vorne, was das für Probleme auch mit sich bringen könnte. Das müssen wir gleich auch noch diskutieren. Und man hat eben die verstellbaren Öffnungen. Man hat da kleine Öffnungen, große Öffnungen, eine Kombination aus beiden und kann das Ding so relativ gut babytiersicher machen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass diese Öffnungen immer noch zu groß sind für Babygarnelen. Bei Babyfischen vielleicht. Also, so viel erstmal zu dem Oase. Gucken wir uns mal die anderen Geräte an, die wir ja eh noch hier haben. Wir machen mal weiter mit dem Klassiker und auch meinem bisherigen Lieblingsskimmer, nämlich dem Eheim Skim 350. Das ist dieses formschöne Gerät. Auch nicht sonderlich groß, muss man sagen. Der Eheim Skim 350 leistet 300 Liter die Stunde. Also genauso viel wie der Oase. Er ist auch inklusive Filterschwamm. Den kann man sehen, wenn man das Gerät hier an dieser Stelle einmal öffnet, dann haben wir hier den Filterschwamm. Der ist, ja, nicht ganz so fein, würde ich sagen. Also der ist etwas feiner als der von Oase, aber nimmt sich jetzt auch nicht großartig viel. Kann der hier wieder drauf. Man sieht natürlich schon, dass die Handhabung am Gehäuse ein bisschen anders ist. Man macht also das Gehäuse wirklich so komplett auf. Man sieht auch die Verstellung. Die fand ich bei Eheim immer bescheuert. Ja, dass man hier an der Seite diesen Schieber hat. Weil wenn das Ding unter Wasser ist, man kriegt das nicht sinnvoll bedient. Man muss halt wirklich komplett daneben greifen können. Und zumindest bei mir war es ganz häufig so, dass gerade wenn ich den Skimmer beispielsweise auf der linken Seite montiere, links hinten, ich komme da nicht dran. Ja, ich habe keine Chance, da dran zu kommen. Ich muss ihn dann erst wieder von der Scheibe wegziehen oder ein bisschen zu mir ziehen, um das dann verstellen zu können. Das fand ich immer ein bisschen blöde. Wir haben klassisch den Ausfluss nach vorne, was natürlich dafür sorgt, dass man so ein Gerät auch so ein bisschen als Strömungsergänzung benutzen kann. Etwas, was mit dem Oase nicht machbar sein wird. Wir haben hier definitiv keine babygarnelensichere Ansaugung mit vier großen Löchern. Dafür ist diese Ansaugung halt, was die Sauberkeit der Oberfläche angeht, mega gut, weil da geht halt echt viel Wasser durch. Was man auch sehen kann, dieses Ding hat so Führungsrillen. Die rasten hier oben so ein bisschen ein. Das heißt, dieser Schwimmkörper, wenn der nach oben kommt, der dreht sich nicht, der kann sich nicht drehen. Das ist etwas, was beim Oase durchaus der Fall ist. Er geht nach oben und ist frei drehbar. Es kann also sein, dass er so ein bisschen rumeiert. Das ist nicht schlimm, aber kann man natürlich eventuell als störend empfinden. Der Eheim ist auch geeignet für Aquarien bis 350 Liter, deshalb heißt auch der ja Skim 350.
Er ist 132 mm hoch, also ne, er ist ein wenig größer, nicht viel, aber durchaus ein wenig größer als der Oase. Die Dicke ist ziemlich identisch, wenn man sich das hier mal so anschaut. Er kostet 23 Euro, also schon signifikant weniger als der Oase, ungefähr 7 Euro weniger. Ist vom Gehäuse her nicht ganz so hübsch, wie ich finde. Wie gesagt, diese Verstellung hier ist meiner Meinung nach suboptimal. Wir haben hinten drei Saugnäpfe. Er ist in dem Sinne nicht großartig höhenverstellbar, wie das jetzt hier der Fall ist. Die Kabelführung finde ich gar nicht so schlecht, auch wenn sie natürlich immer an der Seite entlang geführt wird. Aber man kann sich zumindest aussuchen, kommt das Kabel rechts oben raus oder wenn ich das Ganze sozusagen auf die andere Seite biege, kann ich das Kabel auch links oben rauskommen lassen. Das Problem dabei ist halt so ein bisschen, dass man die ganze Zeit gegen die Zugentlastung des Kabels arbeitet, weil, ne, wenn das vorher jetzt auf die andere Seite gebogen war, ich habe halt hier diese Zugentlastung, ich müsste das jetzt erstmal wieder so ein bisschen hinbiegen und ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, wenn ich hier unten dieses Kabel so eng abknicke, weil so richtig geil für das Kabel kann das ja auch nicht sein. Aber zumindest hätte man die Option, die Kabelführung links oder rechts oben rauszumachen. Kabel ist übrigens gleich lang, ist auch 2 Meter. Und dann haben wir als drittes noch den Juwel EcoSkim. Der EcoSkim ist das größte Gerät, eindeutig. Also wenn man es vergleicht gegen den Eheim und wenn man es jetzt noch vergleicht gegen den Oase, er ist natürlich das größte, klobigste Gerät. Man muss allerdings jetzt so fair sein und sagen, dass der Juwel Skimmer tatsächlich mehrere Funktionen hat. Und zwar kann er einerseits mit den Saugnäpfen ganz klassisch als Skimmer am Aquarium, also an der Scheibe, befestigt werden. Wir haben 4 fette Saugnäpfe, der hält also auch echt gut. Wir haben eine zentrale Kabelführung durch diese Klammer, die halt nach hinten und nach oben dann rausgeht. Das ist auch sehr hübsch gelöst, wie ich finde. Wir haben auch wieder Wasserausfluss nach vorne. Wir haben einen Schwimmkörper, der auch wieder mit einer Führungsrille versehen ist, sodass er nicht sich drehen kann. Und wir haben etwas kleinere Öffnungen. Also wenn man jetzt mal nur die Öffnungen vergleicht, Eheim und Juwel, da ist der Juwel schon etwas sicherer, was kleine Tiere angeht. Aber dann natürlich der Vergleich gegen, ja gut, das kann man jetzt so nicht abnehmen, müssen wir nur das Netz nehmen. Nochmal hier gegen das von Oase, das ist nochmal deutlich feiner. Ne, also was das angeht, kann man auch deutliche Unterschiede natürlich hier sehen. Beim Juwel habe ich auch eine Leistungsverstellung hier oben. Ich habe hier nämlich diesen Kranz, den ich drehen kann. An dieser Stelle muss ich einmal eine inhaltliche Korrektur einwerfen, denn ich würde jetzt gleich sagen, dass es blöd ist, diesen Kranz zu verstellen, weil der ist so spitz und den kann man nicht gut greifen und das tut ein bisschen weh, wenn man den verstellt. Dabei habe ich aber außer Acht gelassen, dass man nicht an diesem Kranz selber drehen muss, sondern man kann einfach den gesamten Korb oben anfassen und daran drehen. Im Endeffekt tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu dem, wie Oase die Leistungsverstellung ebenfalls gelöst hat, weshalb ich jetzt einen Teil des Videos hier an dieser Stelle überspringen möchte, indem ich nämlich behauptet hätte, das wäre nicht so und man muss an diesem Kranz drehen und der ist halt ein bisschen blöde zu drehen. Das stimmt nicht, sondern man kann einfach oben an dem Korb drehen und das ist echt sehr komfortabel. Und damit kann ich hier auch die Leistung verstellen. Kabel ist etwas länger, ist bei dem Juwel nämlich 2,30 Meter lang. Wir haben ebenfalls wieder eine Pumpe, die 300 Liter pro Stunde macht, also genau identisch mit allen beiden anderen Skimmern. Wir haben eben 4 fette Saugnäpfe, das macht es natürlich auch an der Scheibe ein bisschen klobiger und diese Saugnäpfe fallen auch gerne mal raus. Er kostet 35 Euro, ist damit das teuerste Gerät. Aber wenn du Juwel Innenfilter benutzt, dann kannst du diese Halterung hier hinten abmachen und dann kann dieses Gerät auf den Juwel Innenfilter aufgesteckt werden. Und dann saugt der die Oberfläche ab und schiebt das Wasser direkt in den Juwel-Innenfilter rein. Das ist also eine direkte Ergänzung zu dem Juwel-Innenfilter. Und das ist wieder ziemlich cool. Ist natürlich trotzdem ein sehr begrenzter Anwendungsfall, weil das halt nur funktioniert, wenn du ein Aquarium mit Juwel-Innenfilter verwendest. Aber wenn du das tust, dann ist das natürlich die mit Abstand beste Lösung, weil du kannst es halt direkt mit deinem Filter verbinden. Und dann schiebt dann natürlich auch das Wasser, was er von oben ansaugt, direkt in die Filtermedien deines Innenfilters rein. Denn, das muss man sagen, da ist kein Filterschwamm drin. Man könnte vermutlich einen da reinlegen, weil dieses Rohr dürfte nicht bis ganz nach unten gehen. Und selbst wenn, dann steht es halt ein bisschen höher. Es steht ja sowieso oben, wenn man den vernünftig benutzt. Man könnte also wahrscheinlich sich einen Filterschwamm auch zurecht schneiden und den hier reinstecken. Aber die Variante, wie er aus der Packung kommt, ist ohne Filterschwamm. Das heißt, wenn hier was eingesaugt wird, dann wird es auch sofort geschreddert. Anders als bei den anderen beiden. So, das war jetzt sehr viel Theorie. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie diese Skimmer auch am Aquarium laufen und was sie da so leisten können. Ich habe mir überlegt, wir machen das so, das 60p, da habe ich gerade eh einen Wasserwechsel drin gemacht. Das könnte man jetzt einmal aufdrehen.
also nicht aufdüngen, aber da sind ja Amanos drin, das heißt, da kann ich ein bisschen Mironikuton reinschütten und dann kann man nämlich mal gucken, wenn da so jeweils so ein Löffel Mironikuton auf der Wasseroberfläche ist, wie lange brauchen denn die jeweiligen Geräte, um diese Oberfläche davon wieder zu säubern? Das ist natürlich kein verlässlicher Vergleich, weil ich kann nicht dafür garantieren, dass das Mironikuton in allen drei Versuchen exakt gleichmäßig auf der Wasseroberfläche verteilt ist. Wie soll ich das tun? So, ne? Ich würde das einfach sozusagen in einer Ecke des Aquariums verteilen und dann gucken, wie es dann aussieht, weil gleichmäßig über die komplette Fläche kriege ich sowieso nicht hin. Ist also ein sehr profaner Vergleich, der jetzt keiner wissenschaftlichen Methodik standhalten würde, aber er gibt vielleicht trotzdem einen ersten Eindruck davon, wie effizient und schnell die Dinger die Oberfläche sauber kriegen. Was Babygarnelensicherheit angeht, das werde ich jetzt natürlich nicht ausprobieren mit Babygarnelen, die ich irgendwie habe. Das muss man sich natürlich einfach so ein bisschen denken durch die Öffnungsgrößen. Ich würde behaupten, keiner dieser drei ist wirklich Babygarnelensicher. Bei Babyfischen würde ich sagen, ist der Oase ganz gut dabei. Die anderen beiden, schwierig. Der Eham auf gar keinen Fall, der Juwel eventuell. Hier haben wir unsere drei Kandidaten schon liegen, Oase, Eheim und Juwel. Und die werden wir jetzt nämlich einmal hier an die Ecke montieren. Ich werde den Twinster gleich einmal abnehmen, damit wir das alles hier vorne rechts in der Ecke einmal haben. Denn gerade für den Oase will ich halt einmal testen, wie weit kann der nach unten gesetzt werden, bevor man unten bemerkt, dass dort Bodengrund aufgewirbelt werden würde, weil die Strömung ja nach unten geht, dass man so ein bisschen abschätzen kann, wie sähe das aus, wenn man unter dem Schema eventuell eine Sandfläche hätte, die nicht bepflanzt ist, wie viel Platz ist da und wie viel Platz muss man lassen, damit der Sand nicht aufgewirbelt wird. Das 60p sieht gut aus aktuell. Jetzt auf der Oberfläche sind noch ein paar vereinzelte Pflanzenreste, die da gerade rumschwimmen. Wir werden es aber gleich so machen, dass wir das Stativ einmal hinstellen, damit wir immer eine gleiche Perspektive haben, immer eine gleiche Ansicht, dann die Skimmer einmal durchgeben und ich werde immer so einen kleinen Löffel Mironikuton oben auf die Wasseroberfläche streuen, um dann zu sehen, wie sich das Ganze so abziehen lässt. Okay, und ich würde sagen, wir starten auch tatsächlich mit dem Oase einmal, weil es natürlich das neueste Gerät ist und wahrscheinlich auch das größte Interesse für die meisten hat. Jetzt werden wir das Ding jetzt mal komplett auseinander hier. Also den Deckel wieder drauf. Das auch wieder drauf. Wir lassen jetzt erstmal alles komplett dran, also sowohl den Kunststoff-Cage als auch dieses oberflächliche Ding hier nochmal. Jetzt setzen wir das Ganze erstmal vernünftig hier rein. Jetzt kann man hier nochmal einmal die Verstellung machen, also so ist jetzt voll aufgedreht, so wäre es jetzt ganz wenig. Ich mache natürlich volle Power und dann haben wir jetzt beide Sachen einmal angeschlossen. Stecken wir das Ding mal in den Strom. Okay, da sieht man, dass er oben auf jeden Fall richtig kräftig zieht, aber er zieht auch die ganze Zeit Luft. Das könnte jetzt noch an dem Schwamm liegen. Okay, also so funktioniert es gut, wenn er weiter unten sitzt. Ja gut, es kann natürlich sein, dass das hier wirklich so diese Grenze war. Also jetzt sitzt er relativ weit unten und er zieht so jetzt gerade wirklich ordentlich. Also man sieht schon, dass das auch wirklich von hinten jetzt alles in die Richtung gezogen wird. Die ganzen kleinen Härchen und der Staub, der jetzt auf dem Becken drauf war. Lassen wir ihn jetzt einmal machen, dann kann man es gleich mit dem Mironikuton ein bisschen besser sehen. Unten kann man jetzt sehen, dass sich das Gras so ein bisschen bewegt. Das müssen wir gleich mal ein bisschen besser analysieren. Aber so sieht das eigentlich ganz gut aus. Man kann jetzt schon sehen, das, was ich gemeint habe, dass sich das Ding natürlich drehen kann. Ne? Das ist halt nicht festgesetzt sozusagen. Wir können mal, wenn wir das jetzt, also das wäre jetzt natürlich alles abgenommen, das ist natürlich ein bisschen unsinnig, aber wenn wir jetzt nur dieses Kunststoffding hier abnehmen, dann haben wir halt, einen Schwimmer, der so aussieht, das bringt jetzt auch nicht wirklich viel, dann kann er tatsächlich ein bisschen nach oben. Also ich weiß nicht, ohne diesen Acrylkranz, das erscheint mir ein bisschen komisch. Jetzt wippt er sich so ein bisschen in Rage. Ja, also mit diesem Kranz ist auf jeden Fall schon sinnvoller. Jetzt also, damit zieht er auch wirklich richtig ordentlich. Wenn wir den natürlich ganz weglassen, dann müsste man den höher setzen. Ungefähr so. Der zieht auch, aber tatsächlich nicht so kräftig. Das ist ganz interessant eigentlich. Dann setzen wir dich mal wieder nach unten. Du kommst oben drauf. Ja, also das ist auf jeden Fall das, was ich erwarten würde jetzt von so einem Skimmer. Ne? So von der Leistung her. Was man da sehen kann, was da eingesaugt wird, das ist schon ganz gut. Und wenn man ihn jetzt so im Aquarium betrachtet, er ist natürlich schon recht unauffällig verglichen mit anderen Skimmern. Das Gehäuse ist wirklich schön schmal, dadurch, dass vorne nichts rauskommt, auch ganz interessant. Es kommt halt nach unten was raus und das spürt man auch recht ordentlich. Also es ist nicht übermäßig kräftig, aber
man spürt recht ordentlich, dass da Wasser rausgeblasen wird. Das ist aber auch nicht gerade nach unten, sondern das ist so ein bisschen ja, nach außen geneigt vom Strahl her. Deshalb bin ich gespannt, ab wo wir da gleich sehen werden, dass er ja einen Einfluss auf die Pflanzen bzw. auf den Bodengrund haben wird. Was man hier natürlich jetzt direkt schön sieht, der hat jetzt gerade so eine kleine Blasenschnecke hier eingesaugt und die ist offensichtlich schon zu groß, um jetzt durch diese feinen Rillen da durchzukommen. Das heißt, die sitzt jetzt da auf diesem, ja, auf dieser Plattform und kann da jetzt wieder vor sich hinlaufen und kann wahrscheinlich sogar selbstständig da wieder rauslaufen. Also dahingehend zumindest wahrscheinlich ein bisschen sicherer als jetzt die anderen Skimmer, die wir hier so haben. So, wir machen das jetzt mal mit dem Miro Nikuton hier. Ich nehme jetzt einen so einen Löffel hier raus. Nicht gehäuft, also so ein bisschen gehäuft. Ich versuche das gleich möglichst gleichmäßig zu machen und werde den jetzt hier mittig auf das Aquarium verteilen. Ein Teil davon sinkt ja auch automatisch mal sofort zu Boden. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das Ding so schlägt. Durch die Strömung, die natürlich in die andere Richtung sich bewegt, wird das Ganze jetzt erstmal darum transportiert. Ich habe halt diese klassische Ringströmung. Sieht man auch, wie sich das Pulver jetzt verteilt. Das ist halt erstmal so ein Kreis beschreibt nach links und dann jetzt aber rechts wieder rumkommt. Da ist jetzt halt die Frage, wie groß ist die Ansaugung von dem Skimmer? Kommt der sozusagen über die Strömung hinweg? Ja, und das sieht doch gut aus. Da werden jetzt die ersten Sachen werden jetzt gerade eingesaugt. Und jetzt sieht man auch, dass die Strömung immer stärker wird. Aus Seiten des Skimmers. Ja, jetzt dürfte der Großteil gleich weg sein. Da hinten ist jetzt halt noch ein so ein Stück, das müsste jetzt aber auch hier rüberkommen und danach ist das eigentlich mehr oder weniger komplett entfernt. Gefällt mir. Wirklich sehr gut, wie er da so im Becken drin sitzt. Und dann machen wir jetzt mal weiter mit den nächsten. Wir gehen jetzt mal zuerst auf den Juwel und dann zuletzt auf den Eheim. So, der Juwel-Skimmer. Ganz interessant, wenn man sich das mal aus der Nähe anguckt. Man sieht, wie hier wirklich das Wasser so vor diesen Rillen vorsteht. Also es läuft deutlich langsamer darunter, als man erwarten würde, finde ich. Das Ding kann sich natürlich nicht drehen, ne? Also das ist ja hier fest. Er steht auch, da müssen wir jetzt noch mal einmal drauf achten, dass das natürlich auch ein fairer Vergleich ist. Wir müssen ihn einmal auf maximale Leistung stellen. Das wäre so. Genau, jetzt steht er auf maximaler Leistung. An dieser Stelle ist mir jetzt im ursprünglichen ersten Video zu diesem Thema ein Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich dort den Juwel-Skimmer auf niedrigster Leistungseinstellung getestet. Ich war fest davon überzeugt, es richtig gemacht zu haben. Ich war fest davon überzeugt, dass ich ihn wie alle anderen Skimmer auch auf die maximale Einstellung gestellt habe. War dann im Test selber auch ein bisschen erschrocken davon, wie schlecht er im Endeffekt abgeschnitten ist. Aber ich habe halt wirklich absolut tiefenüberzeugt gedacht, dass das wirklich alles so passen würde. Ein paar von euch haben mich dann in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass ich es wirklich falsch rum gedreht hätte. Auch da war ich immer noch der Meinung, nein, ich habe das richtig gemacht. Ich bin mir absolut sicher. Ich habe die Anleitung nochmal vorgekramt, ich habe das nochmal verglichen und war mir auch da immer noch sicher. Habe es dann aber für mich selber nochmal separat ausprobiert und ihr hattet tatsächlich recht und ich hatte Unrecht und ich habe es falsch gemacht. Und genau deshalb gibt es jetzt an dieser Stelle den Test mit dem Juwel-Skimmer in einem etwas anders aussehenden Becken, weil dieser Teil des Videos zu einem deutlich späteren Zeitpunkt nachgedreht wurde und jetzt hier in das ursprüngliche Video reingeschnitten wurde, damit nämlich das Ergebnis am Ende auch wirklich ein richtiges, sinnvolles, realistisches Ergebnis ist und nicht eins, bei dem ich zwei Skimmer auf maximaler Leistung getestet habe und den dritten Skimmer auf minimaler Leistung und mich dann darüber gewundert habe, warum der so schlecht abgeschnitten ist. Entschuldigt bitte diesen Umstand und diesen Fehler, der mir da unterlaufen ist und jetzt weiter mit dem Test. Ich habe einfach das Ding am Anfang falsch eingestellt. Er stand nämlich vorher tatsächlich auf der Minimalposition, wenn man ihn nämlich so ganz nach links dreht, also im Uhrzeigersinn. Und wenn ich ihn gegen den Uhrzeigersinn drehe, dann kann ich ihn jetzt auf Maximum stellen. Wir gucken uns jetzt einfach auch nochmal den direkten Vergleich an, ne? Also ich lasse es jetzt mal auf Minimum stehen, dann machen wir ihn an und dann drehe ich auf Maximum, damit man auch wirklich sehen kann, dass es da einen Unterschied gibt. Weil das ist eben jetzt das, was ich halt vorher auch
mitbekommen habe, dass er so gut wie gar nicht einsaugt. Das sind jetzt hier so kleine Härchen, die da beispielsweise vorne liegen, da jetzt nicht reingenommen werden. Jetzt drehen wir aber mal auf volle Leistung. Jetzt ist der Korb auch deutlich weiter drin und man sieht, dass er auch deutlich kräftiger ansaugt. So, das ist jetzt das, was wir eigentlich auch wirklich erreichen wollten. So, er läuft jetzt so auf voller Leistung. Ich habe meinen Miro Nikuton wieder hier und wir machen jetzt wieder ein so ein Löffelchen hier in die Mitte. Moment, um dass das Löffelchen so einigermaßen gleichmäßig ist. So. Ja, und da sieht man, dass er jetzt also auch wirklich deutlich kräftiger anzieht. Es ist immer noch, also es ist schon gut, es ist schon gut. Ich möchte jetzt nicht zu negativ sein, das ist schon wirklich gut. Ich würde behaupten, dass es jetzt rein gefühlt, rein subjektiv nicht so schnell ist, wie der Oase gerade war. Aber da gucken wir jetzt auch mal, wie effizient er jetzt mit diesem Bereich hier sein wird. Ich habe da eine Ameise auf diesem Stückchen Holz sitzen, wo auch immer die herkommt. So, jetzt kommt das ganze Zeug da also hin und es geht auch nicht dran vorbei, es wird ordentlich eingesaugt. Es bleibt lustigerweise so ein bisschen hier vorstehen an der Stelle, wo diese Einlässe sind. Da haben auch schon ein paar im ursprünglichen Video kommentiert gehabt, dass das besser wird, wenn Neski mal ein paar Tage läuft und sich sozusagen ein leichter Bakterienfilm an diesen Einlässen gebildet hat, damit das Wasser da besser durchrutschen kann. Kann ich nachvollziehen, dass das wahrscheinlich so sein wird. Ich muss aber auch sagen, davon ist halt kein einziges Wort irgendwo in der Anleitung geschrieben und deshalb ist das dann natürlich irgendwie so ein bisschen, ja, also klar mag es dadurch besser werden, aber wenn man halt den Skimmer einbaut und sich darauf verlässt, dass er von vornherein sehr gut ist, jetzt schwimmt da diese Ameise rein. Was soll das denn hier? Komm mal raus. So, jetzt also weiter. Also, dass sich halt so ein Bakterienfilm bildet und dann würde er auch ein bisschen besser einziehen. Das kann ich verstehen, aber da davon halt nichts geredet wird an der, in der Anleitung oder so, ist das natürlich so ein bisschen witzlos, weil da kann man sich natürlich dann als Neukunde irgendwie nicht drauf verlassen, weil es man schlicht nicht weiß. Es wird halt nicht darüber aufgeklärt. Ich glaube schon, dass das einen Effekt hat. Wie gesagt, er zieht jetzt ganz gut an. Trotzdem würde ich immer noch sagen, leistungsmäßig etwas schwächer, als der Oase gerade gezogen hat. Ist ein ganz okayer Skimmer, würde ich sagen. Gucken wir uns da jetzt mal den Eheim als nächstes an. Also kommen wir jetzt zum Eheim. Bei dem weiß ich halt, dass er sehr effizient ansaugt. Der steht auch schon auf voller Leistung. Ich meine, jetzt haben wir ja noch relativ viel von diesem Zeug da drin. Ja. Also, das ist halt eine andere Hausnummer, ne? Aber das ist auch noch mal viel aggressiver als der Oase. Also was der hier, das ist ja der Hammer. Also das ist wirklich auch nochmal krass aggressiver als der Oase. Vom Footprint im Becken ist er wirklich echt okay. Er hat natürlich auch den Ausfluss nach vorne. Ne? Also ist auch lange nicht so klobig wie der Juwel, aber tatsächlich immer noch ein bisschen wuchtiger als der Oase. Die Ansaugung ist halt mit Abstand jetzt die kräftigste gewesen. Also ich glaube, das war sehr, sehr klar. Der hat auch die geringste Zeit jetzt gebraucht, um das alles einmal hier komplett abzuziehen von der Oberfläche her. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Da kann selbst der Oase nicht mithalten. Trotzdem, das Ding ist natürlich halt auch die super Falle für alles, was da reinkommt, ne? Weil durch diese großen Öffnungen, da ist nichts weiter drin. Da kann natürlich alles sofort reingesaugt werden. Klar, es ist der Schwamm drin, das heißt, es wird nicht sofort durch die Pumpe geschreddert. Aber raus kommen sie halt auch nicht wieder, ne? Das heißt, man müsste eigentlich so regelmäßig mal reingucken. Dafür gab es ja diese Idee zu sagen, man lässt so einen Skimmer über eine Zeitschaltuhr laufen und lässt ihn dann beispielsweise einmal pro Stunde für 10 Minuten laufen. Und danach geht er wieder aus, sodass eventuell dort drin eingesaugte Garnelen, kleine Fische und so weiter, dann die Chance haben, wenn er aus ist, weil dann steigt ja der Wasserspiegel auf das gleiche Niveau wie außen, dass dann die Tiere von selbst wieder rausklettern oder rausschwimmen könnten. Das ist natürlich eine Option. Das Gleiche funktioniert natürlich mit jedem anderen Skimmer auch. Aber zumindest für den wäre es halt in dem Sinne eine Möglichkeit zu schauen, dass eingesaugte Tiere da halt die Chance bekommen, auch selber dann wieder rauszukommen. Also, Ansaugung ist bei dem absolut mit Abstand immer noch am kräftigsten. In Kombination aber mit einer Möglichkeit zu sagen, okay, es werden, selbst wenn Tiere angesaugt werden, werden sie aber gar nicht reingesaugt, sondern sitzen oben auf diesem Gitter drauf, ist der Oase eine sehr, sehr coole Möglichkeit, um das Ganze kombiniert zu betreiben. Nicht ganz so aggressive Ansaugung, aber sehr, sehr gute Ansaugung.
aber eben mit der Option, dass eben nicht alles sofort krass eingesaugt wird. Wir müssen jetzt aber noch mal gucken, wie es bei dem Oase aussieht mit dieser Strömung nach unten, ab wann die wohl so kräftig wäre, dass Sand, der unten auf der Bodenfläche wäre, verwirbelt wird. Ich habe da jetzt keinen Sand und es ist voll bepflanzt. Das heißt, wir müssen uns so ein bisschen daran orientieren, wie die Grashalme hier sich in der Strömung bewegen, um das so ein bisschen abschätzen zu können. Also der Oasis-Skimmer ist jetzt für das 60p hier so angebracht, wie er normalerweise sitzen würde von der Höhe her, so dass er halt ganz normal oben ansaugen kann. Wir können das einmal messen. Wir haben jetzt hier von Bodengrundbeginn bis zum Skimmer-Auslass 19 cm. Und wenn wir den jetzt mal anmachen, dann wird man sehen, dass sich die Pflanzen, glaube ich, schon so ein bisschen bewegen. So, wir machen ihn an und ja, da kommt auf jeden Fall Bewegung rein. Ist das jetzt schon so viel, dass Sand aufgewirbelt werden würde? Ich könnte mir vorstellen, dass das so ganz knapp die Grenze wäre. Wenn man sich die Pflanzen mal so anguckt, wie schnell sich die Halme bewegen, wie kräftig die sich bewegen, könnte ich mir vorstellen, dass das so ganz knapp die Grenze wäre, dass mit ein bisschen Glück bleibt der Sand liegen. Mit ein bisschen Pech wird er aufgewirbelt werden. Das bedeutet also 19 cm Unterkante Skimmer zu Oberkante Bodengrund wäre die Grenze bei voller Leistung. Wenn wir natürlich den Skimmer jetzt einmal auf Minimalleistung runterregeln, das wäre jetzt diese Leistungsstufe, dann sehen wir ehrlich gesagt, dass sich die Pflanzen immer noch mehr oder weniger genauso bewegen. Also ob das jetzt wirklich viel weniger geworden ist, ist schwer zu sagen. Da würde ich behaupten, ist die Regelung, die der Skimmer mit sich bringt, nicht sonderlich weitreichend. Also dass da von den 300 Litern die Stunde nicht so sehr viel runtergenommen wird zwischen minimaler und maximaler Leistungsgrenze. Aber das heißt, also ganz im Ernst, niedriger, finde ich, kann man den dann nicht setzen, wenn man da jetzt nicht gerade einen komplett zugewachsenen Bodengrund hat. Weil hier kann natürlich von dem Soil nicht mehr wirklich was aufgewirbelt werden, weil die Pflanzen das alles festhalten. Aber wenn ich Dekosand vorne habe und der Skimmer würde vorne sitzen, dann kann man das eigentlich nicht machen. Also das ist da natürlich nochmal eine deutliche Einschränkung, dass für die ganzen F-Aquarien, für einen 60F, für einen 120F oder so, boah, schwierig. Da, glaube ich, kann man den nicht gut verwenden, es sei denn, man setzt ihn erst nachträglich ein, wenn der Bodengrund schon komplett dicht zugewachsen ist. Dann ist es kein Problem. Aber wenn man Dekosand hat und der Skimmer dann an einer Stelle sitzt, wo Sand unten drunter ist, oder natürlich auch Sand an der Seite, also ne, ich meine, das geht ja locker bis hier ungefähr, dieser Strömungsausstoß. Je nachdem, wo dann da der Sand sitzt, kann das natürlich trotzdem dazu führen, dass das verwirbelt wird. Also das ist halt eine Einschränkung dabei, wenn man entsprechend irgendwie ja offenen Bodengrund unten verwendet, der nicht durch Pflanzen festgehalten wird. Okay, jetzt habe ich es nochmal aufgedreht, jetzt ist aber doch tatsächlich zumindest hier an der Seite nochmal deutlich kräftiger geworden, was der Strömungsausstoß angeht. Also das würde verwirbelt werden. Wir drehen nochmal zurück. Und jetzt gucken wir mal nur in diese Richtung. Das würde jetzt eventuell nicht mehr verwirbelt werden. Aber so oder so. Also so oder so befinden wir uns hier an der Leistungsgrenze, was nackten Bodengrund angehen würde, wenn man diesen Skimmer darunter verwendet. Kommen wir zum Fazit. Wann würde ich jetzt welchen Skimmer empfehlen? Also, wenn du kompromisslose Absaugleistung von der Oberfläche brauchst, das heißt, du willst, dass deine Oberfläche so schnell wie möglich, so sauber wie möglich wird, dann nimmst du den Eheim. Mit der Einschränkung, dass er absolut nicht babytiersicher ist und die Strömung nach vorne rausgeht. Wenn du eine sehr, sehr gute Absaugleistung haben willst, mit gleichzeitig der Fähigkeit, dass Babytiere vielleicht nicht sofort eingesaugt werden, sondern sich eventuell noch ganz gut auf dieser Oberfläche dort halten können, dann ist der Oase total gut geeignet. Gleichzeitig das kleinste Gerät, der ist also auch am wenigsten auffällig im Aquarium selbst, hat allerdings den Nachteil, dass die Strömung nach unten rausgeht und du deshalb eine gewisse Wassersäule nach unten brauchst, wenn du vermeiden willst, dass diese Strömung deinen Bodengrund aufwirbelt. Wir haben jetzt hier etabliert, dass 19 cm wahrscheinlich so die Grenze ist, die du mindestens haben musst zwischen Oberkante Bodengrund und Unterkante Skimmer, damit der Bodengrund nicht aufgewirbelt wird. Oder aber dein Bodengrund ist stark bepflanzt, weil dann halten die Pflanzen und die Wurzeln den Bodengrund ohnehin in place. Also da musst du dir da keine Sorgen drum machen. Das wäre halt die Einschränkung beim Oase. Und du kannst ihn natürlich in dieser Hinsicht nicht als zusätzliche Strömungspumpe benutzen, weil die Strömung halt nach unten weggeht.
Hier ist also auch nochmal eingeworfen das korrigierte Fazit über den Juwel. Also, der Juwel zieht die Oberfläche okay ab. Leider würde ich trotzdem sagen, also auch wenn ich ihn auf volle Leistung gestellt habe, dass er im direkten Vergleich mit den anderen beiden Skimmern an dieser Stelle tatsächlich trotzdem nur den dritten Platz belegt. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, er ist das klobigste und das teuerste Gerät und hat dann damit eben auch noch zusätzlich die schlechteste Absaugleistung. Die Absaugleistung ist nicht schlecht in dem Sinne, sie ist aber verglichen mit dem Oase und dem Eheim schlechter. Der Oase würde da auf Platz 2 kommen und der Eheim würde weiterhin deutlich auf Platz 1 bleiben, wenn es darum geht, möglichst schnell, möglichst effizient die Oberfläche abzusaugen. Was man dem Juwel auf jeden Fall zugute halten muss, sind die dünnen Einlaufschlitze. Denn man konnte sehen bei dem Test mit dem Miro Nikuton, dass tatsächlich selbst das Miro Nikuton nicht komplett super schnell eingesaugt wurde, sondern sich da so ein bisschen vorgehalten hat. Und das würde ich jetzt als Indiz dafür nehmen, dass auch Fische, also Kleinfische, Jungtiere und vielleicht auch kleine Garnelen nicht sofort da reinkommen. Ich würde immer noch behaupten, dass der Oase da besser geeignet ist, weil die Tiere da sozusagen in der Mitte sitzen können, ohne überhaupt nach unten gesaugt zu werden. Und die Schlitze von dem Gitter beim Oase sind tatsächlich nochmal ein bisschen enger zusammen als jetzt bei dem Juwel. Aber gerade im Vergleich zum Eheim ist der Juwel natürlich deutlich tiersicherer und tierfreundlicher, als es der Eheim dann am Ende ist. Trotzdem, bei der Optik, bei dem Preis und bei der Absaugleistung für die drei Punkte würde der Juwel trotzdem auf dem letzten Platz hier landen. Also im Endeffekt läuft es darauf hinaus, maximale Leistung, und es ist nicht wichtig, dass er gesichert ist für Babytiere, dann Eheim, und gute Leistung und er ist gleichzeitig noch gesichert für Babytiere oder zumindest für die meisten Babytiere, dann Oase. Wenn Optik des Gerätes die höchste Priorität hat, dann auch Oase, ansonsten Eheim, aber beide Geräte sind eigentlich recht kompakt und haben nicht wirklich einen großen Footprint im Aquarium und fallen dadurch auch nicht super negativ aus. Trotzdem ist der Oase natürlich weiterhin das schönere Gerät, auch durch die Acrylelemente sieht das einfach ein bisschen eleganter aus. Darauf läuft es am Ende hinaus und jetzt ist natürlich die Entscheidung bei dir, was für einen Skimmer möchtest du einsetzen oder was für einen Skimmer setzt du auch vielleicht bisher schon ein und bist du damit zufrieden, ja oder nein? Schreib das gerne mal in die Kommentare, da können wir noch so ein bisschen weiter diskutieren und wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder.